Die Friedensgrüße aus Moskau, gesendet am Dienstag zum Besuch des deutschen Kanzlers, die sind wohl nichts wert. Der angekündigte Abzug von russischen Truppen an der ukrainischen Grenze, Fehlanzeige. Im Gegenteil, die NATO sieht die Russen sogar bereit zum Angriff. Russland verlangt, dass alle amerikanischen Soldaten aus Mittel- und Osteuropa abziehen. Kalter Machtpoker oder hat die Diplomatie jetzt doch noch eine Chance? Zwischen Zweifel und Zuversicht, Putin und der Westen. Unser Thema jetzt in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Wir haben allen Grund zur Annahme, dass sie einen Vorwand für eine Invasion haben. Alle Informationen, die wir haben, ist, dass sie bereit sind, die Ukraine anzugreifen. Soweit also der amerikanische Präsident Biden heute. Entspannung sieht anders aus. Sprechen wir darüber mit diesen Gästen. Ihnen ein herzliches Willkommen hier aus Berlin. Und das sind meine Gäste. Frank Elbe, Botschafter AD. Zu Zeiten des Kalten Krieges war er aktiv im Auswärtigen Amt, unter anderem als Büroleiter von Hans-Dietrich Genscher. Herzlich willkommen. Und ich begrüße Rolf-Dieter Krause, langjähriger Leiter des ARD-Europa-Studios in Brüssel. Zugeschaltet ist uns Bojan Pandrzejewski. Er ist Deutschlandkorrespondent des Wall Street Journals, sieht also die amerikanische Perspektive. Er hat aber auch als Europakorrespondent für die Sunday Times in Brüssel und Wien gearbeitet, auch aus der Ostukraine berichtet, unter anderem über die russische Einflussnahme in Europa. Und in Kiew ist uns zugeschaltet Rebecca Barth. Sie arbeitet dort als freie Journalistin. Und an Sie direkt auch die erste Frage, Frau Barth. Man fragt sich ja hier, wie leben die Menschen in Kiew mit dieser ständigen Drohung des Krieges? Wir haben es diese Woche erlebt. Erst hieß es, am Mittwoch könne ein Einmarsch bevorstehen. Dann gab es irgendwie Entwarnung, als Bundeskanzler Scholz da war. Jetzt sagt Präsident Biden, das sieht so aus, als gäbe es da bald einen Einmarsch. Wie erleben die Menschen in Kiew das? Es ist eine sehr anstrengende Woche gewesen, vor allem die letzte Woche, angefangen am Freitag, als die EU zuerst verkündet hat, dass alle ausländischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Land verlassen müssen. Und seitdem befinden sich die Menschen in einer emotionalen Achterbahnfahrt. Ich sehe hier vor Ort verschiedene Reaktionen. Wir haben einige Menschen, die schon geraume Zeit eine Art Notfallkoffer gepackt haben, die schon seit Mitte Januar praktisch bereit sind, tatsächlich ihre Heimatstädte zu verlassen und zu fliehen. Gleichzeitig wächst auch ein Widerstand. Aktuell sind 57% der Ukrainerinnen und Ukrainer bereit, Widerstand zu leisten, in einer oder der anderen Form, also einmal mit der Waffe in der Hand tatsächlich, über 30%, die wirklich kämpfen würden, andere, die an Demonstrationen teilnehmen würden oder auf irgendeine andere Art und Weise Widerstand leisten würden. Aber natürlich haben ganz viele Menschen Angst, sie sind sehr verunsichert. Und es ist eben genau auch diese Informationspolitik zwischen morgen Invasion, dann doch nicht, der ukrainische Präsident versucht zu beruhigen, die amerikanischen Geheimdienste geben praktisch Invasionspläne vor. Ich habe Menschen getroffen, die müssen mittlerweile Beruhigungstabletten nehmen, andere gucken gar keine Nachrichten mehr, weil es wirklich so auf die Psyche geht. Es ist schon eine sehr angespannte Situation hier vor Ort. Und vertraut man dann den Amerikanern? Also so eine Aussage heute vom amerikanischen Präsidenten, ist das etwas, was dann wieder gerade für besondere Aufregung sorgt? Ich habe das Gefühl hier vor Ort, diese Nachrichten, die teilweise kamen, dass auch Kiew, die Hauptstadt mit ungefähr 5 Millionen Einwohnern, angegriffen werden soll, haben hier sehr wenig Menschen, also vor allem Militärexperten oder Sicherheitsexperten, nicht geglaubt. Also natürlich verunsichert das, vor allem im Kontext eben, dass viele Ausländer das Land verlassen oder ihnen gesagt wird, verlasst besser die Ukraine. Das gibt einem schon zu denken, aber in Medien, in Politik und eben von solchen Analysen ist immer eigentlich ein anderes Bild gezeichnet worden. Und es kommt dann immer sehr darauf an, wie sehr sich eine Person informiert, wem sie glaubt und wem nicht. Aber ich glaube, habe den Eindruck, dass die ukrainische Regierung hier in den letzten Tagen eigentlich wirklich gute Arbeit geleistet hat, zumindest versucht hat, die Menschen zu beruhigen. Okay. Schauen wir mal auf die amerikanische Perspektive, Herr Pandrzejewski. Sie arbeiten für das Wall Street Journal. Jetzt haben wir
heute diese Ankündigung von Präsident Biden gehört. Erklären Sie es uns ein bisschen. Was ist die Basis dieser Aussage oder was ist das Interesse dahinter, eine solche Aussage zu treffen? Es ist wirklich schwer zu sagen, was die Basis für die Aussage ist. Also die Aussagen in den letzten Tagen berühren auf geheimdienstlichen Informationen, dessen teilweise auch den europäischen Partner dargestellt worden. Es ist natürlich immer schwierig, solche Beweise zu interpretieren. Und die Tatsache ist, dass Russland die Truppen an der Grenze hat. Die Tatsache ist, dass die amerikanische Regierung glaubt, dass Russland jetzt die Möglichkeit hätte, Ukraine wirklich anzugreifen, von vielen Seiten, also nicht, dass es eine umfassende Invasion geben könnte. Technisch ist das möglich. Natürlich, die Hauptfrage ist, will man das überhaupt? Was ist die Strategie dahinter? Und das kann nur ein Mann, glaube ich, beantworten im Kremlin. Das ist der Präsident Wladimir Putin. Und ich glaube, kein Mensch in Washington hat wirklich eine Ahnung von dem, was Herr Putin sich vorgestellt hat. Die Frage also insofern ist aber, wie man dann ist es wirklich schwierig, die Lage einzuschätzen. Ja, okay. Die Beweise sind da, dass die Möglichkeit gegeben ist. Es ist natürlich schwer, wie man dann damit umgeht, Herr Krause. Es gab eben dieses Hin und Her in dieser Woche. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es sich ein bisschen entspannt, als Bundeskanzler Scholz da war. Was kann man eigentlich glauben? Nichts. Das ist ja das Problem. Ich meine, die amerikanischen Geheimdienste haben auch schon gelogen in der Vergangenheit. Aber Russland lügt andauernd. Russland ist eine einzige Lüge. Und deswegen muss man sich an die unbestreitbaren Fakten halten. Es stehen keine NATO-Truppen an der Grenze Russlands, sondern es stehen russische Truppen an der Grenze der Ukraine. Sie können angreifen. Ob sie es tun oder nicht, das wissen wir nicht, das werden wir sehen. Aber sie stehen da, sie bedrohen die Ukraine. Es gibt ein einziges Land, das in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg mit Waffengewalt Grenzen verschoben hat. Das ist Russland. Kein anderes Land hat das getan. Das heißt, viele Dinge, die wir früher mal für selbstverständlich gehalten haben, das sind noch viel mehr. Die Sowjetunion war, was Völkerrecht angeht, sehr viel genauer als das heutige Russland. Aber zum Beispiel, denken Sie mal an, man hat immer gesagt, die Russen sind zuverlässige Lieferanten von Gas. Sind sie nicht mehr. Das ist doch kein Zufall, dass die Gasspeicher, die Gazprom bei uns betreibt, leer sind oder nicht sehr gut gefüllt sind. Als Druckmittel eingesetzt. Weil nur so kann man Gas als Druckmittel einsetzen. Und dieses gilt für viele andere Sachen. Und das heißt, man muss sich auf eine sehr, sehr ernste Lage gefasst machen, weil die Fakten dafür sprechen. Und das ganze Klingeling da drumherum, was da wer wie will und oder nicht will, das ist viel Propagandagetöse und da sind die Russen Meister da drin. Es ist nicht von mir, das ist von einem russischen Schriftsteller, Boris Schumanski. Der hat gesagt, die größte Schwierigkeit im Umgang mit Russland besteht wohl darin, dass es lügt. Und das ist ein hartes Urteil natürlich, ja. Ja, und das ist im internationalen Verkehr. Ich habe mal gelernt, dass Diplomaten sehr geschickt sein müssen. Aber am Ende muss man sich im internationalen Verkehr die Wahrheit sagen. Man muss sagen, was man denkt. Wenn man das nicht mehr tut und wenn das unsicher wird, dann sind halt auch Verträge nicht mehr. Herr Putin verlangt Garantien. Der hat selbst die Garantien gebraucht. Herr Krause, wir haben ja einen altgedienten Diplomaten hier am Tisch, der diese Arbeit natürlich sehr aus dem FF beherrscht und ausüben konnte. Herr Elbe, ist das Denken, was wir da jetzt sehen von Putin, ist das sozusagen auch ein Verharren, so wie es in der Sowjetunion war? Also das Denken des Kalten Krieges sozusagen? Sehen Sie das wieder? Nein, das sehe ich nicht wieder. Es ist ein anderes Denken. Es ist, im Grunde genommen geht es hier um einen Konflikt, an dem wir nicht teilnehmen, der uns aber berührt und für den wir mithaften. Es geht um eine Auseinandersetzung
politischer Art zwischen den USA und Russland. Und dabei geht es um nichts anderes, als dass die eine Seite ihren Einfluss, ihre Einflussnahme verstärken will auf das, was auf den eurasischen Kontinent passiert. Und eine andere Partei will vermeiden, dass dieser Einfluss zunimmt. Man könnte ja sagen, es ist eine Auseinandersetzung zwischen Russland und der NATO und wir sind Teil der NATO. Das ist keine Auseinandersetzung zwischen Russland und der NATO, denn die NATO ist keine eigene politische Persönlichkeit. Das muss man mal sehen. Aber wird von Russland als Bedrohung immer genannt? Ja, das gehört zum Handwerk. Nicht? Was mich berührt, ist im Grunde genommen etwas anders, auch nachdem ich Sie gehört habe, Herr Krause. Ich erlebe nun zum zweiten Mal in meinem Leben den Kalten Krieg. Und zwar, wie ich ihn früher auch erlebt habe, als die Auseinandersetzung so heftig war. Sie erinnern sich noch an Richard Löwenthal und dem Schwarzen Kanal. So ist sie heute auch heftig. Statt um eine Lösung bemüht zu sein, versuchen wir Lager zu bilden. Wir teilen die Welt im eigenen Land auf in Transatlantiker und Putinisten. Und bedienen uns der Annahmen, die uns von Geheimdiensten vorgegeben werden. Das ist keine besonnene Politik. Und das berührt mich also wirklich in der Tiefe meines Herzens. Ich habe da Sorgen. Ich habe das anders kennengelernt. Nun ist es aber auf der anderen Seite, wenn Sie das so sagen, Herr Krause, man braucht Härte. Ich stimme dem. Nein. Ich glaube, dass er eben recht hat. Es gibt einen Konflikt zwischen den USA und Russland. Die einen wollen die Russen aus Europa raushalten, die anderen wollen die Amerikaner aus Europa raushalten. Beides ist, glaube ich, falsch. Wir wollen die Amerikaner in Europa behalten, das ist unser gutes Recht. Und wir wissen gleichzeitig, dass eine stabile Friedensordnung in Europa ohne Russland nicht machbar ist. Nur, die Frage ist, ist sie mit Putin überhaupt möglich? Ich meine, Herr Elber, was machen Sie mit einem, der Sie dauernd anlügt und der immer wieder lügt und damit durchkommt, der mit seiner Propagandamaschine zum Beispiel dafür sorgt, dass die Mehrheit der Russen glaubt zurzeit, dass all diese Spannungen da rund um die Ukraine vom Westen aus angerichtet worden sind, was schlichtweg falsch ist. Niemand ist den Russen aggressiv gegenübergetreten. Und die gemeinsame Grenze, die NATO hat, also auch dieses komische Umzinglungsargument, 5 NATO-Länder haben minimale gemeinsame Grenzen mit Russland. Norwegen, die baltischen Länder und ein bisschen Polen durch den Bezirk von Kaliningrad. Das ist es. 6% der russischen Grenze grenzen an NATO-Anrainer. Das kann man doch nicht als Umzinglung bezeichnen. Trotzdem ist es ja, wird das ja immer als Argument genannt. Ich würde gerne Frau Barth dazu mal fragen, was dieses Argument, dass Russland sich bedroht fühlt, auch durch die Ukraine. Erklären Sie uns das. Wie kommt das zustande? Ist das nur ein Argument als Vorwand, um Macht aufzuüben? Oder ist das etwas, weil es ja natürlich auch Russen gibt, die in der Ukraine leben? Also wie wird das da wahrgenommen? Ich kann Ihnen nicht erklären, warum sich Russland von der Ukraine bedroht fühlt. Ich kann Ihnen aber ganz klar sagen, dass sich die Ukraine von Russland bedroht fühlt und das vor allem derzeit mit gutem Grund. Ich möchte gerne noch mal vielleicht einen Schritt zurückgehen. Herr Elbe hat eben gesagt, er erlebt das zweite Mal einen Kalten Krieg und das ist schlimm. Ich bin noch keine 30 Jahre alt, ich erlebe diesen Zustand das erste Mal und das ist auch nicht schön. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Ukraine seit 8 Jahren einen heißen Krieg erlebt und das ist noch viel schlimmer. Seit 8 Jahren herrscht in diesem Land Krieg mit mal mehr und mal weniger heißen Phasen. 14.000 Menschen sind gestorben und das Jahr 2014, als dieser Krieg angefangen hat, war für die ukrainische Gesellschaft traumatisierend. Und ich finde es schade, dass wir häufig in der Debatte über und um diesen Konflikt diese Perspektive, die ukrainische Perspektive, kaum sehen. Wir sind sehr schnell dabei, die Frage aufzumachen, NATO-Osterweiterung, Russlands Sicherheitsinteressen, die mit Sicherheit auch legitime Punkte haben. Aber wir vergessen, dass die Ukraine auch Sicherheitsinteressen hat. Und die werden seit 8 Jahren massiv missachtet. Und deswegen, ich würde gerne, dass wir diese Perspektive nicht vergessen. Es ist jetzt nicht das erste Mal seit 8 Jahren, dass russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine stehen. Die stehen da seit 8 Jahren, jetzt sind es gerade mehr. Aber die stehen da seit 8 Jahren, Tausende. Herr Panz, oder Sie wollen Sie dazu
Herr Panczewski, was erklären Sie uns die Interessen der Amerikaner an der Ukraine? Gibt es die überhaupt? Wenn Putin ernst machen würde, so wie Herr Biden das ja heute gesagt hat, wo er sich vorstellen kann, dass es bald einen Angriff gibt, wie verhalten sich dann die Amerikaner? Ich glaube, Präsident Biden hat es ganz genau erklärt. Es wird zu keinem heißen Krieg kommen. Also die Vereinigten Staaten werden nicht intervenieren. Und das hat er im Voraus gesagt, schon vor Monaten. Das ist auch gut so. Es wird zu einem Wirtschaftskrieg aber kommen. Zumindest hat er das gedroht. Und er wird auch seine Verbündeten in Europa, inklusive Deutschland, dazu drängen. Das ist natürlich keine gute Nachricht, weil in der jetzigen Lage, in der postpandemischen Lage, ist die Inflation wild gestiegen. Die Energiepreise sind extrem hoch schon jetzt. Also das wäre natürlich sehr, sehr schlecht für die europäische Wirtschaft, wenn es dazu käme. Aber ich glaube nicht, dass darüber hinaus etwas zu erwarten ist von den Vereinigten Staaten. Also es gab schon einen Krieg, wie die Kollegin gerade gesagt hat, und es gibt den auf einer niedrigen Intensität im Osten der Ukraine. Und damals hat man auch nicht wirklich großartig reagiert. Da gab es Sanktionen und das war es dann schon. Und ich glaube, jetzt wird es auch ähnlich sein, nur die Sanktionen werden wahrscheinlich härter. Und das ist keine gute Nachricht für Deutschland und sicher keine gute Nachricht für den Rest von Europa. Herr Elbe, sitzt dann letztendlich Russland, wie man immer schon sagt, am längeren Hebel, weil der Westen nicht bereit wäre, die Ukraine zum Beispiel militärisch zu unterstützen? Also offen gestanden, ich liebe so Fragestellungen nicht, weil sie die Dinge vereinfachen. Ich habe teilgenommen an einer erfolgreichen Politik im Umgang mit Russland. Wir haben eine Politik der Kooperation entwickelt, seit der Kuba-Krise eigentlich, die auf dem Prinzip beruhte einer ausreichenden militärischen Sicherheit auf der einen Seite und einer Politik der Zusammenarbeit, der Vertrauensbildung, der Abrüstung und der Entspannung auf der anderen Seite. Wir haben das mit einem Regime gemacht, was seinerzeit eigentlich nach unseren Begriffen fürchterlich war. Wir haben es jetzt mit einem Mann zu tun, der im Grunde genommen in Russland als ein Zapatnik gilt, als jemand, der pro-westlich orientiert ist. Während auf der anderen Seite stehen die Slavophilen. Das ist eine lange, jahrhundertealte Trennung zwischen in Bezug auf den Umgang mit Russland, mit Europa. Persönlich bin ich der Meinung, dass wir zwei Kanzler hatten in der Vergangenheit. Da war er Gerhard Schröder, da war auch Angela Merkel, die nie den harten Ton anschlagen würden, Herr Krause, den Sie gerade angeschlagen haben, indem Sie sagen, er ist ein notorischer Lügner. Frau Merkel hat bis in die letzten Wochen ihrer Amtszeit eigentlich regelmäßig mit Putin telefoniert. Das tut man nicht, wenn man den anderen für einen notorischen Lügner hält. Es gibt sogar einen Vorschlag, dass jemand sagt, Schröder und Merkel wären gut, um jetzt da zu deeskalieren. Das wäre schön. Was wir nämlich brauchen, ist eine Rückkehr zu bewährten Strategien. Und da sehe ich im Moment keinen Ansatz. Und ich respektiere das Elend und das Leid der ukrainischen Bevölkerung. Wir müssen aber nach vorne blicken. Wir müssen weiteres, schlimmeres Leid für Gesamteuropa oder für letztlich auch für die Welt verhindern. Wir haben es hier zu tun mit zwei Nuklearmächten. Wenn die Dinge eskalieren, werden sie nicht mehr zu kontrollieren sein. Wir müssen zu einem vernünftigen Dialog zurückkehren und der muss frei von Beschimpfungen sein. Die Frage ist, ob der möglich ist. Also erstmal beschreibe ich nur die Fakten. Er hat halt gelogen. Und zwar wiederholt und notorisch. Das fing an mit den angeblich nicht russischen Soldaten auf der Krim, die dann doch russische Soldaten waren. Das geht weiter mit der Behauptung, in der Ostukraine stünden keine russischen Soldaten und hätten da nie gekämpft. Sie haben dort gekämpft. Ob es im Moment auch so ist, weiß ich nicht. Und es geht über x Sachen weiter. Wir haben mit der Sowjetunion eine andere Situation gehabt, weil bestimmte Prinzipien klar waren. Die Nachkriegsweltordnung basierte darauf, ein ganz wichtiger Punkt war die,
die Anerkennung der Grenzen, die Anerkennung der territorialen Integrität. Die Sowjetunion selbst legte massiv Wert darauf. So, Putin hat die territoriale Integrität der Ukraine nicht nur gebrochen, sondern, das muss man sich doch mal überlegen, das können Sie doch nicht übergehen. Es gab einen Vertrag, das sogenannte Budapester Memorandum, mit dem die Ukraine ihre Atomwaffen, die Ukraine war nach dem Zerfall der Sowjetunion die drittgrößte Atommacht der Welt. Sie hat alle ihre Atomwaffen den Russen ausgehändigt und dafür die Garantie für ihre Grenzen gekriegt. Unter anderem eine Garantie durch Russland und durch die USA und durch Großbritannien. Aber Russland war Garantiemacht und hat die selbstgegebene Garantie gebrochen. Wie wollen Sie mit so jemandem, der das macht, Verträge machen, wenn Sie nicht wissen, ob er sie einhält? Was folgt denn daraus, Herr Krause? Wie soll die EU gegenüber Putin verhalten? Ja, erstmal ist es ja so, dass wir anders als in der Zeit, die Herr Elbe zu Recht anspricht, heute keine sehr glaubwürdige Abschreckung in Europa mehr haben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, natürlich müssen wir dialogbereit sein mit Russland. Das ist doch gar keine Frage. Niemand von uns oder im Westen will Russland etwas Böses. Das ist ein Popanz, den Putin auch. Russland möchte eine Sicherheitsgarantie. Wer stellt denn die Sicherheit Russlands in Frage? Keiner will Russland angreifen. Niemand. Aber Russland sagt. Und die NATO, wer die NATO ein bisschen kennt, weiß, dass die zu einem Angriffskrieg so gar nicht in der Lage ist. Das können die USA, ja, aber die NATO selbst kann das gar nicht. Und ich möchte mal wissen, wie so ein Beschluss herbeigeführt werden sollte in der NATO. Die NATO ist per ihrer Natur nach ein Verteidigungsbündnis. Also es greift niemand Russland an. Und natürlich kann man sich mit den Russen über Sachen unterhalten. Aber es kann doch nicht angehen, dass man einem Volk sagt, ihr dürft euer Schicksal nicht selbst bestimmen. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist auch ein Grundsatz in unseren internationalen Beziehungen. Da kann man doch nicht sagen, ich meine, das hat ja Putin schon erreicht, der Ukraine klarzumachen, dass sie gar nicht frei agieren kann. Frau Barth, ich weiß nicht, ob Sie was sagen wollten. Ich habe es richtig verstanden. Ja. Ja, ich glaube, genau das ist auch einer der Knackpunkte in diesem ganzen Konflikt, der durchaus sehr komplex ist und verschiedene Ebenen hat. Ich habe den Eindruck, dass von russischer Seite eben nicht gesehen wird, dass das ukrainische Volk eigenständig seinen eigenen Weg wählen möchte, sondern ich habe den Eindruck, die russische Führung unterstellt eben, dass es durch die Amerikaner induziert ist, in welche Richtung sich diese Gesellschaft entwickeln möchte. Und das stimmt eben nicht. Die ukrainische Gesellschaft hat eine eigene Willensbildung. Und wenn das aber nicht anerkannt wird in diesem ganzen Komplex, dann wird es sehr schwierig, diesen Konflikt zu lösen. Und ich bin da derzeit tatsächlich sehr pessimistisch, wenn auf einer Seite die eigenständige Willensbildung und die eigenständige auch Entscheidungsfindung einer ganzen Gesellschaft von über 40 Millionen Menschen nicht anerkannt wird, sondern man dahinter ausschließlich Amerika oder westliche Mächte vermutet. Was denken Sie denn, was wäre das Wichtigste, was die Ukraine jetzt bräuchte? Zum Beispiel von den Amerikanern auch. Das ist eine gute Frage. Also hier tatsächlich sind viele Menschen sehr glücklich, beispielsweise über Waffenlieferungen. Ich persönlich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich das einordnen soll. Ich war jetzt in den vergangenen Wochen beispielsweise auch in der Ostukraine an der Front, habe dort recherchiert und eben dort auch Menschen getroffen, die ganz anders blicken auf diese massiven doch Waffenlieferungen, die jeden Tag mit diesen Waffen oder den Folgen dieser Waffen leben müssen seit 8 Jahren. Und die sagen, eigentlich ist es ganz gut, wie Deutschland sich verhält. Wir brauchen hier nicht noch mehr Waffen. Deswegen, es ist sehr schwierig. Ich glaube, was die Ukraine verdient hat, sind ehrliche Partner. Und da bin ich mir aktuell tatsächlich nicht ganz sicher, ob sie die hat. Das Verlassen der ausländischen Diplomaten oder auch Mitarbeiter von internationalen Institutionen hat hier durchaus auch den Eindruck hinterlassen, dass man eben im Stich gelassen wird und dass man zu einem Spielball geworden ist, dessen Stimme nicht gehört wird. Und wenn sich dieser Eindruck verfestigen sollte und auch bewahrheiten sollte letztendlich, und diese Befürchtung habe ich tatsächlich gerade, dann glaube ich, dass uns das allen in einigen Jahren noch wirklich negativ auf die Füße fallen kann. Und dementsprechend
wünsche ich der Ukraine einfach Ehrlichkeit tatsächlich gerade. Herr Panczewski, was denken Sie, wie viel liegt den Amerikanern an der Ukraine? Oder geht es tatsächlich um das Kräftemessen, um den Machtpoker mit Russland? Darf ich zuerst zwei Dinge anmerken? Also vorher war die Rede, was will der Präsident Putin? Der hat ja ganz klar erklärt, was er will bezüglich Ukraine. Er hat einen Aufsatz geschrieben, was relativ unüblich ist für einen Staatsoberhaupt. Im Juli letztes Jahres hat er das auf der Webseite des Kremlins gepostet. Und da erklärt er, dass die Ukraine und die Russen und die Belarussen ein Volk sind und dass er diesen Unterschiede nicht erkennt. Historisch gesprochen, ethnologisch gesprochen, kulturell gesprochen, spirituell gesprochen. Also da hat er schon eine sehr, sehr differenzierte Meinung geäußert. Das muss man sich natürlich anschauen, wenn man dann überlegt, was er tatsächlich glaubt und will. Und bezüglich dieser Debatte, also was wollen die Amerikaner? Es ist natürlich die Vereinigten Staaten unterstützen das Recht, Ukraine sich selbst den Weg zu entscheiden und NATO anzunähern, der EU anzunähern und so weiter und so fort. Was ich hier sehe, ist ein Unterschied zwischen dem Ansatz in Washington und dem Ansatz in gewissen europäischen Hauptstädten, inklusive Berlin und Paris zum Beispiel, wo dieser Wille nicht so sehr ausgeprägt ist. Das sind die Leute eher, also die Politiker, die Entscheidungsträger sind eher ein bisschen vorsichtiger. Also die haben nicht unbedingt diesen starken Willen, Ukraine an sich anzubinden. Es ist anders in Warschau, es ist anders im Baltikum, es ist anders auch in London. Da sind die Politiker die denken eher ähnlich wie die Amerikaner, aber in Europa gibt es auch diese Spaltung. Das sind quasi grob genommen zwei Denken und es ist schon relativ kompliziert. In dem Sinne ist Ukraine wirklich in einem unvorhaltenen Zustand, wo sie mit Russland leben wollen müssen und mit dieser europäischen Teilung leben müssen und mit der Unterstützung von Amerika leben müssen, die letztendlich nicht so weit greifen wird, dass einen Krieg verhindern kann. Was wäre denn eine Perspektive, wenn wir mal versuchen, nach vorne zu schauen, Herr Elbe, wenn wir jetzt sehen, wie festgefahren das alles ist? Herr Krause sagt, man kann Putin nicht trauen, weil er lügt, aber wir müssen ja trotzdem mit ihm reden. Wenn Sie jetzt noch im Amt wären, als Diplomat, was wäre eine gute Möglichkeit? Es gibt eine fabelhafte Analogie. Wir standen kurz vor dem Ausbruch einer nuklearen Auseinandersetzung in der Kuba-Krise. Die Joint Chiefs of Staff redeten Kennedy ein, mit nuklearen Mitteln die Raketen, die Russland stationiert hatte, auf Kuba anzugreifen. Mit der Folge einer massiven Vergeltung. Und es ist durch einen Zufall verhindert worden, als er nachfragte, was passiert denn dann, wenn das eintritt? Und dann sagte der Chef der Joint Chiefs of Staff, ja, wir rechnen mit 80 Millionen Toten. Dann sagte Kennedy laut vor sich hin denkend, 80 Millionen Sowjetmenschen. Nein, sagte der amerikanische General, Amerikaner. In dem Moment war das Gespräch mit den Generälen beendet und dann tat Kennedy das, was ich jetzt auch empfehle. Er griff zum Telefonhörer und sprach mit Khrushchev. Und dieser Dialog, in dem wir Erfahrung haben, anders als die Amerikaner und die Engländer und die Polen, der muss jetzt wieder aufgenommen werden. Aber am Dienstag hat der Bundeskanzler 4 Stunden mit Herrn Putin gesprochen. Es ist ja nicht so, dass es keinen Dialog gibt. Ja, und der Bundeskanzler steht vor einer Begleitmusik, die in Deutschland im Grunde genommen sehr, sehr kompliziert ist. Nicht, okay. Putin will auch gar nicht mit Deutschland oder Frankreich reden, der will mit den USA reden. Einverstanden. Das ist einverstanden. Und
Der, meine Kennedy hat ja noch mehr gemacht. Kennedy hat Kuba blockiert mit einer Seeblockade und da ist noch eine Menge mehr passiert. Das war also der Khrushchev. Ich glaube, es ist die Mischung von beidem. Natürlich, also Putin ist der russische Präsident, also muss man mit ihm reden, auch wenn man oft belogen wurde. Ist doch gar, geht doch gar nicht anders. Aber die Frage ist, ob wir das nicht mit auch Positionen verbinden müssen, wo wir auch Härte zeigen. Und zum ich meine, wir reden dann immer über diese Pipeline, als ob das die einzige Möglichkeit einer Sanktion wäre. Ja, es gibt ja auch andere Sanktionen, dieses Finanzsystem. Lass mal doch mal die Fantasie spielen. Also die ganze Entourage von Putin sonnt sich im Sommer sehr gerne an Europas Küsten. Die haben Immobilien in Berlin, in Paris, in London, in Cannes, in Saint-Tropez, in Nizza. Die britische Außenministerin hat ja schon gesagt, die Oligarchen müssen da wir widerrufen einfach mal die Aufenthaltserlaubnisse für all diese Menschen. So, das sind direkt die Leute, auf die sich Putin stützt und die von seinem System profitieren. So, und da muss man gar nicht andere Sachen machen und sagen, wir können auch anders. Ich finde, die Entspannungspolitik der 70er Jahre oder Ende 60er Anfang und der 70er Jahre war möglich, weil es auf der einen Seite eine sehr feste westliche Haltung gab. Verbunden mit dem Angebot zu sprechen, Interessenausgleich zu machen und ich sag mal, dass Russland war der sicher Westen da geeinter, als er jetzt ist? War der Westen geeinter? War er stark mehr als die amerikanische Führung war auch deutlicher, aber aber man hatte auch umgekehrt in der Sowjetunion einen Gesprächspartner, der sich an Verabredungen gehalten hat. Ich meine, sowas wie die Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, das war ein hochkompliziertes Gebilde, kam nicht ganz leicht zustande. Und als es dann stand, war das ja für die Länder des Warschauer Pakts auch nicht immer einfach, sich daran zu halten, was Menschenrechte anging und so weiter. Es hat aber funktioniert, weil sie alle gewillt waren, sich an die Sachen zu halten. So, und natürlich kann man den Russen zusagen, bitte, die Amerikaner wollen die Ukraine in der NATO, die Europäer nicht. Und das ist eigentlich ausgeschossen gewesen. Es gab einen NATO-Gipfel in Bukarest vor vielen, vielen Jahren. Und da hat man gesagt, im Prinzip kann die Ukraine beitreten, aber es steht nicht an. Und ich kenne niemanden in Europa, und dafür für die Aufnahme sind alle erforderlich, der im Moment oder vor 2 Jahren oder vor 5 Jahren die Ukraine hätte aufnehmen wollen. Und by the way, der Wunsch der Ukraine in die NATO zu gehen, wäre nicht so ausgeprägt, wenn die Ukraine nicht bedroht würde. Das wäre noch Herr Elbe und dann Frau Bartemeyer. Also ganz kurz dazu möchte ich etwas sagen. Wir haben die Wiedervereinigung abgeschlossen mit einem weiteren großen Rechtsakt. Das war die Charta von Paris, die eine Entfeindung zwischen allen Beteiligten vorsah. Die Amerikaner waren damals bereit, second to none zu sein, niemanden überlegen und niemanden unterlegen. Und das änderte sich mit dem Präsidentenwechsel. Die Amerikaner haben heute eine andere Politik gegenüber Russland. Und unter Umständen müssen wir auch mal mit unseren amerikanischen Freunden reden. Denn wir laufen die Gefahr, dass wir die Zuneigung und den Respekt des russischen Volkes und der russischen Menschen verlieren. Und das muss man auch mal berücksichtigen mit der Politik, die wir zurzeit machen. Also mehr Respekt würden Sie da fordern. Ja, Frau Barth, mehr Dialog. Ja, mehr Dialog. Frau Barth, welche Perspektive bräuchte die Ukraine oder hätte sie gerne? Von Seiten des Westens. Nun, wenn man sich Umfragen in der Bevölkerung derzeit anguckt, dann ist es natürlich ein NATO-Beitritt und ein EU-Beitritt. Ich persönlich frage mich jedoch, ob diese Debatte nicht mehr eine Scheindebatte ist, denn der NATO-Beitritt steht überhaupt nicht an. Er stand nie an in den letzten Jahren. Heute hat Zelensky sich noch gegenüber der Bild-Zeitung dahingehend geäußert, dass ihm sehr bewusst ist, dass es NATO-Staaten gibt, die Ukraine nicht in der NATO haben möchten. Und außerdem erfüllt sie auch nicht die Voraussetzungen und sie wird sie auch in den nächsten Jahren nicht erfüllen. Deswegen kann ich es immer nicht so ganz nachvollziehen, warum wir uns so sehr auf diese Debatte versteifen. Ich habe eher den Eindruck, dass sie doch auch künstlich herbeigeführt wurde, eben von der russischen Führung.
Klar möchten das die Ukrainer, aber wie eben schon richtig gesagt worden ist, ist das eine Folge des Krieges, ist eine Folge der Aggression von Seiten Russlands. Und ich würde gerne darüber reden, was kann Russland denn auch tun, um ein bisschen zu deeskalieren? Was kann Russland denn der Ukraine anbieten? Warum sprechen wir darüber nicht? Russland verhält sich seit 8 Jahren aggressiv gegen ein Land, das ihm nichts getan hat. Weil man es nicht denkt, dass es das tun würde, dass es Russland, dass es der Ukraine irgendwas anbieten würde. Wie wir deeskalieren können, wie wir einen Schritt auf Russland zumachen können. Russland muss auch einen Schritt auf die Ukraine zumachen. Wenn Russland das tut, scheint ja gar nicht so, das scheint ja nur alles andere als möglich zu sein im Moment. Herr Panczewski, wie würden Sie sagen, was erwarten die Amerikaner von den Europäern und auch vielleicht von Deutschland in diesem Konflikt? Gibt es da sowas, dass man sagt, okay, die könnten da auch eben mithelfen, dass dieser Konflikt nicht weiter eskaliert? Naja, ich denke, da gibt es 2 Schienen der Verhandlungen momentan. Die eine geht durch Washington und dann Präsidenten Biden und die andere über Paris und Berlin. Also Herr Macron und Herr Scholz waren ja beim Putin in Moskau. Die verhandeln ja fleißig parallel zu den Amerikanern und ich glaube, die koordinieren sich miteinander. Im Falle des Falles erwarten natürlich die Amerikaner, dass die Sanktionen so hart werden, dass die auch wehtun. Und in dem konkret für Deutschland hieße das natürlich, dass Nord Stream 2 dann auf Eis gelegt werden muss oder gar unter Sanktionen gestellt werden muss. Der Herr Scholz hat sich dazu noch nicht geäußert. Der hat die Wörter Nord Stream 2 noch nicht verwendet bei diesen ganzen Pressekonferenzen, wo er da gefragt wird. Moskau hat das einmal gesagt, ja. Aber der sagt ja immer, wir werden tun, wir wissen, was dann zu tun ist. Aber ich wollte noch was anmerken zu der vorherigen Debatte, die von Herrn Krause angestoßen war. Ich glaube, zurzeit kommt die Gefahr für die jetzige Lage vielleicht aus der Schwäche der Beteiligten, weil im Kalten Krieg gab es eine gewisse Stärke und eine gewisse Symmetrie. Und jetzt sehen wir, dass der Herr Präsident Putin vielleicht aus der Schwäche heraus handelt, der ja versucht, ja die Erosion seiner Macht und seines Einflusses zu begrenzen. Der hat ja Ukraine verloren und der versucht, die Ukraine irgendwie zurückzuziehen in die russischen Einflusssphäre. Dagegen steht der Herr Biden. Seine Umfragen sind nicht so toll. Im Kongress ist die Lage ja auch nicht ganz vorteilhaft für ihn. Und der ist wahrhaftig kein Ronald Reagan im Sinne von dieser halt Stärke, die der damalige Präsident besaß. Und dann davor war der Herr Trump, also wir wissen alle, wie die Präsidentschaft geendet hat mit diesen Vandalen, die dann ins Parlament eingebrochen sind. Also die Lage ist relativ unübersichtlich. Das lässt sich nicht mit dem Kalten Krieg vergleichen. Da gab es eine gewisse Stabilität. Da gab es auch die Verträge, die Herr Elbe, glaube ich, erwähnt hat. Jetzt gibt es die Verträge nicht, jetzt gibt es die Machtverhältnisse nicht mehr und die Balance ist auch schon weg, die Symmetrie sowieso. Also das ist so eine... Wir haben auch ein Problem mit den Rüstungskontrollverträgen, die eben auch dann aufgekündigt worden sind. Herr Elbe, wenn man das jetzt anschaut, wie kommt man da wieder raus, wenn ein Mensch wie Putin, der natürlich sein Gesicht wahren will, der natürlich Maximalforderungen jetzt gestellt hat, wie kriegt man das hin, dass er ja sich irgendwie bewegt in Richtung des Westens, in Richtung Deeskalation und es dann so zu schaffen, dass er sein Gesicht wahren kann? Weil das ist so jemandem wahrscheinlich wichtig. Also ich würde der These widersprechen, dass Putin aus einer Schwächesituation heraushandelt. Mhm. Sonst würde er das mit der Demonstration seiner Stärke an der Grenze nicht machen. Ich glaube, es gibt eine Überlegung, die auch die Amerikaner beobachtet haben. Deswegen führen sie ja auch Parallelgespräche zu nuklearen Fragen. Es scheint so, als ob die Russen im Besitz einer militärischen Technologie sind, die, was den Einsatz nuklearer Mittel angeht, ein Stück Überlegenheit zeigt gegenüber den Amerikanern. Und ich finde es merkwürdig oder ich finde es fast auch beruhigend, dass es diesen Dialog gibt, der so ganz anders verläuft
Auf welcher Ebene wird der geführt? Auf der Ebene der Fachleute. Frau Victoria Nuland, Blinken und Vertreter des State Departments, des Außenministeriums. Da sehe ich auch einen Ansatzpunkt der Hoffnung, dass wir werden das wahrscheinlich sehen. Entweder wir haben in der nächsten Woche den verkündeten, von Herrn Biden angekündigten Krieg, oder wir haben weitere vertiefte Gespräche der Amerikaner und Russen über Sicherheitskontrolle. Und dann kann es einen neuen Anfang geben, daran glaube ich. Jetzt beginnt in München die Sicherheitskonferenz, Herr Krause, da schauen immer viele drauf und da treffen sich nun viele, viele Amerikaner sind da in München und ganz wenig Russen und eigentlich keine russische Delegation, die etwas bewegen könnte. Ist das ein Punkt, wo man sagt, da vertun wir auch eine Chance? Diese Formate sind eigentlich wirklich hilfreich, um auf der großen Bühne da weiterzukommen? Ich weiß nicht, ob wir diese Chance vertun. Ich weiß nicht, warum die Russen nicht da sind. Ich nehme nicht an, dass sie nicht eingeladen gewesen sind, sondern ich bin ziemlich sicher, dass Herr Ischinger, der Chef dieser Sicherheitskonferenz, sie eingeladen haben wird. Da gibt es aber eine Erklärung für nicht. Also der Teltschik hat sich sehr deutlich in einem Interview gegenüber der Deutschen Welle geäußert zu der Einladung, die er 2008 ausgesprochen hat an Putin. Und Putin hat ihm gesagt, du, ich komme gerne. Und dann hat Putin gesprochen und hat Beschwerdepunkte vorgetragen. Und die erste Reaktion, die von Seiten der Journalisten kam, war die von Herrn Joffe von der Zeit, der keinen Beitrag lieferte, sondern eine Feststellung. Herr Putin, Sie reden in der Sprache des Kalten Krieges. Am nächsten Tag schrieben alle deutschen Zeitungen, Putin kehrt zum Kalten Krieg zurück. Das schreckt natürlich einen Russen ab, wenn er auf diese Art und Weise vorgeführt wird. Gut, also ich meine, so Leute wie Lavrov oder so, die hätten früher da keine Berührungsängste gehabt, sondern da cool da gesessen. Ich finde, das ist bedauerlich. Ich glaube, dass wir gut daran tun, für Gesprächsformate zu sorgen, dass, wenn wir sie nicht haben, ich glaube, dass es verschiedene, gar nicht genug Foren geben kann dafür. Und dass das aber auch klar sein, also ich finde, man muss dann dabei auch klar sein. Und man muss dann auch Dinge ansprechen. Ich sage nochmal, es hat außer Russland kein anderes Land seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa Grenzen mit Gewalt verändert. Aber fanden Sie zum Beispiel, dass der Bundeskanzler zu wenig angesprochen hat? Er hat Memorial bei der Pressekonferenz. Er hat ja, das meine ich, also da hat er nach außen hin natürlich auch Dinge. Ich glaube, viel wichtiger ist das, was die nicht in der Pressekonferenz miteinander besprechen. An ihrem Langtisch. Ich hoffe, dass sie da, also ich habe ja manchmal viel zu spät meistens bei internationalen Begegnungen dann gehört, was da wirklich geredet worden ist. Und denn das erfährt man meistens dann 3 oder 4 Tage später. Soll da Klartext geredet werden. Und ich finde, da muss man dann wirklich den Helm abnehmen und sich in die Augen gucken und sagen, was man voneinander denkt und wo man die Schwierigkeiten sieht. Und da muss man nicht sofort zueinander kommen. Das ist übrigens etwas, da würde ich Herrn Elbe auch zustimmen. Wir haben auch Probleme, und vielleicht wird das in München erörtert werden, auch mit unseren amerikanischen Freunden. Ich meine, es sind die besten Freunde, die wir in der Welt finden können, aber die haben nicht immer dieselben Interessen wie wir. Und ich meine, gerade bei der Pipeline, wir wissen alle, dass die Amerikaner uns gern ihr Gas verkaufen wollen. Genau, die wollen es ja für sich Gas verkaufen. Und dass die Pipeline dabei stört. Und das macht sie nicht sehr glaubwürdig. Das ist doch vollkommen klar. Okay, aber es ist nicht das Einzige. Deswegen sage ich, bei dem ganzen Wortgeklingel, was es da gibt, man muss sich die Fakten angucken. Und die Fakten, sage ich mal, die sprechen im Moment nicht für die russische Position. Ich hatte am Anfang gefragt, Herr Evelt, ganz kurz mit der Bitte um kurze Antwort, eine Chance für die Diplomatie, die sehen Sie aber noch, richtig? Die sehe ich immer noch, und was die Pipeline angeht, sehe ich die auch aus dem Grunde, weil man den Menschen erklären muss, wie man 52 Milliarden Kubikmeter Gas, die uns in der Zukunft verloren gehen, weil die Ölfelder und Gasfelder in der Nordsee versiegen, kompensieren will, ohne eine Zusammenarbeit mit Russland. Okay. Und darin sehe ich die Chance der Diplomatie. Darin sehen Sie die Chance der Diplomatie. Letzte ganz kurze Frage an Frau Barth. Mit wie viel Sorgen schauen Sie in die nächste Woche?
Ich schaue mit sehr großen Sorgen und ich habe mir auch schon den heutigen Tag mit sehr großen Sorgen angeschaut, denn was wir heute gesehen haben, ist eine Eskalation, eine militärische Eskalation in der Ostukraine. Fast an der gesamten Frontlinie ist geschossen worden. Zwei Zivilisten wurden verletzt, mindestens zwei Soldaten, ein Kindergarten ist getroffen worden. Das stimmt nicht sonderlich zuversichtlich. Okay, dann hoffen wir mal, dass Sie recht haben, Herr Elbe, und dass es eine Chance noch gibt für die Diplomatie. Vielen Dank, Herr Krause, Herr Elbe, Frau Barth, alles Gute für Sie nach Kiew und vielen Dank, Herr Panczewski. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Das war Phoenix, die Runde diese Woche. Jetzt geht's hier weiter mit Phoenix, der Tag. Bis dahin. Tschüss. Um die Öffentlichkeit zu empören und den Boden zu schaffen für eine erfundene, auf einem Vorwand beruhende Rechtfertigung.